Joho! Und willkommen zurück zum nächsten Part von Kingdom of Amalur. Wir sind jetzt erfolgreich beim Questgeber, beziehungsweise ich. Auf der Tafel am Eingang aufgeführt. Oh ja, aus dem verwilderten Dickicht, nicht wahr? Normalerweise finden sich derartige Aufgaben nicht unter den Aufträgen. Aber wenn der Zahlende genügend Geld übrig hat und hartnäckig genug ist, kommt dieser Tage sogar so etwas auf die Tafel. Okay. Ja, sucht euch einfach einen Auftrag von der Tafel aus. Wenn er erledigt ist, kommt ihr wieder zu mir. Okay. Als dann. Als dann. Gut, Quests. Gut, nachforschen. Da. Sterbliche Überreste werden mir die rein. Sie werden mir angezeigt. Das gefällt mir, dass es angezeigt wird. So. Heidi ho! So, und ich muss zurück in das Dorf. Nein, lass mich in Ruhe. Scheibenkleister, meine Nase juckt. So, wo bist du? Was geht? Dieses Odarium scheint schon bessere Tage gesehen zu haben. Dennoch wäre es eine angemessene Ruhestätte für die Gebeine der toten Seidenernter, die du im Netzwald gefunden hast. Oh, 12 Gold bekommen, nice. Egal. Quest. Das wird auch angezeigt. Oder auch nicht. Bücher gefunden. Wo werden die denn angezeigt? Irgendwie nirgendwo. Doch, da drüben. Okay. Dann gehe ich mal da hin und dann hole ich das Buch. Nope. Na gut. Ich hole aber halt das Buch, was dort ist. Komm. Oh, nice. Heidi ho! Willkommen in unserem sicheren Hafen im Siedel. Ich bin Sitrik Worm. Mein Bruder Ahaus und ich bieten jedem Reisenden Hilfe, der sie benötigt. Ihr seht tüchtiger aus als die meisten unserer Besucher. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich weiß nicht. Mehrere Besucher aus der Türe haben berichtet, dass sie von Wichten überfallen wurden. Ungewöhnlich. Die Wichte des Siede sind nicht sonderlich aggressiv. Sie leben zurückgezogen und greifen nur an, wenn man sich ihnen nähert. Wenn tatsächlich eine Gruppe von Wichtenreisende überfällt, müssen diese Monster besiegt werden. Gut, ich sorge dafür, dass ihr für eure Mühen belohnt werdet. Ich kann immer noch nicht glauben, dass diese Wichte so aggressiv sind. Sehr ungewöhnlich. Auf bald. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, aber ja.
Es dauert ganz schön lange. So. Heidi ho! Willkommen in unserer Herberge. Ich bin Ahaus Worm. Es überrascht mich, dass ihr es alleine bis hierher geschafft habt. Der Siede ist ein gefährlicher Ort. Luca Soren, die arme Seele im nächsten Zimmer. Hier ist es weniger gut ergangen. Sie wurde von einem Borka angefallen. Das allein ist gewöhnlich schon tödlich. Sie hat sich mit letzter Not hergeschleppt, bevor sie das Bewusstsein verlor. Und als wäre das noch nicht genug, reagiert sie recht ungewöhnlich auf das eigentlich harmlose Gift der Borka. Das Einzige, was sie retten kann, ist eine seltene Pflanze, die im Siede wächst. Aber ich kann sie nicht besorgen. Komm. Wirklich? Wenn euch das gelingt, werde ich euch belohnen, so gut ich kann. Ich habe gehört, dass Glutstrunk an fließenden, sprühenden Gewässern wächst. Ihr solltet also versuchen, dem Fluss nach Norden zu folgen. Ich dachte, ich hätte dort einst das Rauschen eines Wasserfalls gehört, aber ich bin nicht weit genug gegangen, um es herauszufinden. Der Siede, wisst ihr? Okay, sämtlichen Plünder verkaufen. Das Teil verkaufen. Dann eben ein andermal. Jo, ein andermal. Ups. So. Quests. Flammschlagtränke. Jetzt die Frage, habe ich welche davon? Dann, wo waren das? Okay, da. Oh, so, ich bin etwas durcheinander. So, da. Wie heißen die Tränke, die ich brauche? Flammenschutz? Ist das, was ich brauche? Ich habe keine Ahnung. Nein. So, verstauen. Das ist wahrscheinlich ein Dings. Das ist ein Schwert. Und die Kinder auch rein. Dann Momento. Inventar, Waffen. Okay, da habe ich den Stab des Dings drin. Da habe ich alle das drin. Reparaturwerkzeug. So. Verstauen. Heiltrank, Lebensdings, Erfahrung. Das kann rein. Heiltrank, Heiltrank, einfacher Krafttrank. Okay. Was liegt denn hier? Denn Haus ist eine weitere Lieferung von Tüchern eingetroffen. Okay. Das ist interessant. Dass ich Lieferungen bekomme. Das finde ich interessant. So. Mappe. Wie geht es euch? Ganz in Ordnung. Seid ihr wegen der Gewerkhalle hier? Not really. Ach, Scheibenkleister. Guten Tag.
Setzt euch. Wenn ihr in Deedenhill etwas kaufen wollt, Zunderzweig, das am ehesten im Eisengriffstieg zu finden ist, sowie Napoldsborke, die es in der Nähe der Ruinen im nördlichen Glendara-Wald gibt. Ja, aber du hast doch schon beides. Was leuchtet denn hier noch? Hä? Quests, egal. Wo ist das? Da hinten Quests. So, dann forschen wir am besten erst einmal nach. Und dafür muss ich wieder raus. Mein Vater hat Husten. Oh, dein Vater hat Husten. Es tut mir aber leid. So. The fuck? Habt ihr euch gerade angehört wie Schlangen? So. Gut, ich bin gespannt auf das neue neue Gebiet, mein Gott. Komm doch her. Und jetzt kommen noch 3000 andere Spinnen dazu. Oh mein Gott. So, meine Güte. Was hast du für mich? Nur zwei davon. So. Was hast du? Was ist da? Was hast du für mich? Nehme ich beides gerne. Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Tirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Dureks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha in Trunkenheit. Beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kalt gesegneten Fieriol brach Bayala Tirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Lord Farara, tapferer Krieger, Zerstörer von Infamanir, Herzog der Hylarans, Beschützer des Rings von Keosai. Entdecker der Insel Meropis, würde er doch nur ein besseres Ende finden. Okay. Ich finde die Story, die sie erzählt, interessanter. So. Oh Gott, das schreckt mich doch nie so. Hallo. Hi. Heute gibt es keinen Fisch, Fremde. Seht euch woanders um. Ich kann einem Fisch nicht mal mehr ins Gesicht schauen. Nicht seitdem ich diese Nymphe getroffen habe. Ich weiß noch, als ich sie zum ersten Mal sah. An der Klippe im Süden, mit Blick auf Etimer. Da war jene Maid des Wassers. Und ich verliebte mich in sie. Ich habe meine Imelda überlebt. Mein Neffe ist nach Deedenhill gegangen und will mich nicht mehr sehen. Ich hatte eine Chance, meine Einsamkeit zu beenden. Aber sie wurde mir genommen.
Die wilden Bestien haben sie verschreckt. Wir wollten an meinem Pier heiraten, aber ich habe sie nun schon seit Tagen nicht gesehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber die Monster werden mich in Stücke reißen. Darauf möchte ich wetten. Aber das ist nur die halbe Arbeit. Ihr müsst auch meine zukünftige Braut finden. Dann kann die Hochzeit stattfinden. Ich muss den Ring finden. Ich muss meinen Bärenduft finden. Ich muss mich vorbereiten. Am besten beginnt die am Pier. Wenn sie dort nicht ist, geht weiter Richtung Süden. Irgendwo muss sie ja sein. Geht jetzt. Ich mache mich für die Hochzeit fertig und stoße dann zu euch. Okay. Bitte, findet meine Nymphe. Nur ein Kopf bei der Gnade der Götter. Ich dachte, meine letzte Stunde hätte geschlagen. Das Schicksal ist meiner Expedition nicht wohlgesinnt, lässt mich aber am Leben, damit ich ihr Scheitern bis zum Ende durchleiden muss. Ich habe eine Expedition angeführt, die ein paar von Erati-Artefakten beschaffen sollte, die nur als Glanz und Schatten bekannt sind. Ich habe die letzten 10 Jahre damit zugebracht, sie zu studieren. Texten zufolge sind diese Artefakte mächtig, aber ihre genauen Fähigkeiten werden nirgends aufgeführt. Dennoch halten es die Templer für das Beste, derartige Gegenstände selbst zu verwahren. Aber die Ätten haben uns dezimiert. Und es heißt, dass die Artefakte in Yumi von einem alten, mächtigen Schamanen ihrer Art bewacht werden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist die beste Neuigkeit seit geraumer Zeit. Meine Forschungen lassen vermuten, dass sich die Artefakte irgendwo in Yumi befinden, anscheinend als Trophäe der Ätten. Eines kann ich euch versprechen. Meine Expedition war zwar schlecht vorbereitet, aber dafür bestens finanziert. Wer die Artefakte findet, erhält eine beträchtliche Belohnung. Ich muss sagen, der Stimmenwechsel gerade war sehr interessant. Konnte ich mir dann leider doch nicht mein Kichern verkneifen. So, was gibt es hier? So gut. Gut, was gibt's hier? Was soll ich da tun? Okay. Hä? Warum ist es weggegangen? Weiter untersuchen. Okay, Map. Was ist da unten? Lady Ho? So, komm. Da ist sie, meine wunderbare Braut. Ich bin eingekleidet und bereit für unsere Hochzeit. Danke, Fremde. Gesegnet sollt ihr sein. Wenn ihr nichts dagegen habt, werde ich das Band jetzt mit einem Ring und einem Kuss besiegeln. Noch irgendwelche Abschiedsworte für einen mürrischen Junggesellen? Meine Nymphe! Sie hat diesen ekelhaften Ettin mit ihrem Blick gefällt. Wie heißt es so schön? Schönheit tötet sogar Bestien. Habt ihr gesehen, wie sie zu der Klippe über dem See gewackelt ist? Dort haben wir uns kennengelernt. Ein großartiger Platz für unsere Vereinigung. Nun, meine Liebe, wenn sonst nichts ist, ich werde jetzt gehen. Ihr seid zu dem Ereignis herzlich eingeladen. The fuck? Moment mal, das ist keine Nymphe. Das ist nicht die elegante Erscheinung, in die ich mich verliebt habe. Ihr hattet das Herz, den Wünschen eines alten Mannes nachzukommen. Dürfte ich euch nochmals um etwas bitten? Ich möchte, dass ihr die Bestie tötet, um die Erinnerung an meine Braut zu bewahren.
Falls ihr das tut, werde ich euch auch dafür belohnen. The fuck? Ihr habt das Chaos und die Zerstörung gesehen, die dieses Ding angerichtet hat. Es ist ein Wasserdämon. Und nicht nur das, aber ich habe dieses Ding geliebt. So eine Schande. Bitte, es ist eine große Bürde für mein altes Herz. Ich gebe euch auch eine Belohnung dafür. Versprochen. Aber beseitigt sie. Okay. Lebt wohl. The fuck? Stimmt mit dem nicht. Ach, hi. So kurz seine Zeit an unserem Rand, so lebendig sein Leben. Er verkörpert die Kraft, die Männlichkeit. Er rettete Prinzessin Luna, um sie zur Frau zu nehmen. König der Männer, Prinz der Leidenschaft. Das ist dann also das Ende. Es tut mir leid, dass ich euch eine derartige Aufgabe aufgebürdet habe, Fremde. Es ist nur, wenn man im Leben genügend Kummer erfährt, sieht man irgendwann überall die Chance auf das Glück. Nun zu eurer Belohnung. Nehmt meinen Ehering. Ich habe das Andenken an die Melder lange genug beschmutzt. Ich will loswerden, was ohnehin verschmäht wurde. Oh mein Gott. Nicht viel. Nur ein kleiner Talisman, den sie zu unserer Hochzeit bekam. Als das Fieber sie dahinraffte, legte ich ihn auf ihr Grab. Und dann hat ihn einer dieser zweiköpfigen Mistkerle gestohlen. Er nahm ihn mit zum See und beide kicherten wie toll. Ich habe es nicht gewagt, der Bestie zu folgen. Doch wenn ihr... Ach nein, ihr habt mir schon genug geholfen. Danke. Ihr seid wahrhaftig eine gütige Seele. Der Etten bewegte sich Richtung Ufer, sobald ich ihn sah. Er ist ganz bestimmt noch irgendwo dort. Der tut mir mal mega leid, der Typ. Oh mein Gott. Verliert seine Frau, wird bestohlen, wird von der Nymphe verarscht und... Ach du Scheiße. Der tut mir voll leid. Rüstung, Brust, Plünder. Okay. Zu Plünder hinzufügen, ja. Gut. Gegenstände? Das tut mir so leid. Oh Mann, ich will seinen Ehering nicht haben. Der hat doch selber schon genug Pech. Mann, das tut so weh. Ich will nicht. Ach, Mann, du. So weh. Ich finde, die hätten das ein bisschen mehr Open World machen können, das Spiel. So, mal gucken. Heidi ho! Ihr lebt hier aber gefährlich. Ist da irgendwas Spezielles an dem oder warum wird der mir immer so angezeigt? Oh.
Wenn diese Dreckshunde mich nicht Wölfe mich nicht angreifen würden. Scheiße. Widerstand, okay. Und hier? Nein, hier ging. Nein, 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 nein. Hast du hier gegen auch Widerstand? Die doch an. Scheißdreck. Autsch. Huh. Uiuiuiui. Kann es sein, dass ich ein bisschen unterlevelt bin? Nichts Gutes, okay. Okay, keine Ahnung. Ist das? Oh, Inventar, Waffe, primär. Da habe ich was Neues Schönes bekommen. Okay, gefällt mir. So, wie komme ich denn da hoch? Du hast keine Zukunft, was?
nur so einer. Gut, aber die mit Hammer sind schlimmer. Mittel. Wow, hat sich ja echt gelohnt. Bei dieser Leiche findet sich ein Einsatzbefehl, der Schildringfeste. Nehmen wir mit. So einfach Farmer, so formidabel Blutgebein. Gut, dass ihr hier seid. Ich dachte schon fast, ihr wärt nur ein Hirngespinst gewesen. Willkommen bei den Ruinen von Dellach. Ach, sag kurz, was getrunken? Hi. Weil ihr aus irgendeinem Grund in der Lage seid, das Schicksal zu verändern. Hier drin kann ich einen Blick auf das gesamte Gewebe werfen und herausfinden, wie ihr in es hineinpasst. Okay. Ja, es mag nicht sonderlich beeindruckend wirken, aber in diesen Ruinen befindet sich das Theater des Schicksals. Das alte Zuhause der Schicksalsweber. Kommt mit mir. Niemand kann sagen, was uns dort unten erwartet. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Part. Frank Hingenum auf Amalur. Bis dann. Und tschüssi.